Wir sind beim Grand Bazaar. Moin Leute, Trimax hier. Es gibt den nächsten Vlog. Wir sind in Istanbul, morgen ist Tag der OP. Heute sind wir auf dem Bazaar. Hier sind wir jetzt gerade auf dem Gewürzbazaar. Gehen noch ins Besiktas-Stadion. Da haben wir uns Tickets organisiert. Ja, es passiert viel. Ich muss mal gucken, wie ich das schneide. Kommt mal mit. Also das große Ziel ist es am Ende, in Deutschland anzukommen. Mit dem Flieger von Istanbul nach Hamburg. Wir haben alle unsere Stirnbänder an. Der Kopf ist rot nach der OP. Und wir haben uns Gucci und Versace komplett fake eingekleidet. Fake Rolex, ja. so unfassbar das Klischee erfüllen. Wisst ihr, dass ihr hier auch was lernt? Das heißt Gewürzmarkt. Das gibt es schon seit dem Osmanischen Reich, unglaublich lange. Die haben sich alle getroffen. Du ziehst es Europäer, durch. Inder, du ziehst es Chinesen durch. Und haben hier aus deren Region jeweils Gewürze gehandelt. Und das macht man hier immer noch. Guckt euch das mal an. Hier gibt es Viagra-Tee. Nimm ihn fürs Video. Für den Content. Für den Content. Ich hatte jetzt mit dem Ständer hier rum. Wenn wir mit dem Ständer ins Stadion gehen, wir drei trinken einfach. Scheiß drauf. Nein, ich trinke den Ständer. Aber dann habe ich die ganze Zeit mit dem Ständer einfach. Ist doch witzig. Der tut doch, außerdem tut das doch weh, wenn du nicht fixst. Okay, dann sind wir raus. Dann bedanke ich mich bei Spendi. Wir haben morgen die OP, wir können jetzt nicht Bluthochdruckmittel nehmen. Ja, wir wollen so einen ganzen Körper Gucci anziehen. Okay, aber was denn? Just in my bigger shop, just 1 minute far from here. Okay. You can see all the stuff there. Machen wir das? Ja, machen wir. Wir gehen mit dem Typen mit, der ist vertrauenswürdig. Wir müssen 1 minute distance. Der geht hier ein paar Mal los in die Ecke. Der hat uns das. Komm. Ey Leute, generell, wenn euch irgendjemand an der Straße anschnackt, komm mit, 5 Minuten von hier. Geht sofort mit. Geht sofort mit. Das ist hier nur so eine Touristenfalle. Ich spring damit voll Karacho rein. Ja, wir ziehen das jetzt durch. Ah, okay, wir sollen rausgehen. This is our secret store. Ah, secret store. Oh nein, ab in den Klamotten, immer noch. Ja. Das ist echt ein Shop. Okay, gut, dann. Und was gefunden? Noch nicht, ich hab jetzt mehr auf. Nein, das ist Dior, was ich anhab. Bro, das ist türkisch Dior, der auch gerade gesagt. Das hier ist echt. Nein, das hier, er hat gesagt, das ist türkisch Dior. Das ist echt, das ist türkisch Dior. Ja. Na, ich will es nicht anziehen. Just try it and then. Du sagst ihm jetzt, der Anfangspreis ist 60. Sag ihm, dann ziehst du es erst an. Nein, 60 ist viel zu viel. Du bist in der ganz falschen Währung, Bruder. Du bist in der komplett falschen Währung. Nein, warum? Selbst wenn du 60 Euro sagst, kannst du den ganzen Laden kaufen. Ja, nein, aber das ist der Anfangspreis. Ja, dumm ich aussehe. Und dann. Bitte, der muss sein. Oh, bitte, Max. Das wäre so geil. Boah, sieht die Scheiße aus. Wie hoch? Die passt mir gar nicht. Das ist aber geil, Max. Hey, das ist es. Oh, Das ist auch deine Größe. Deine Größe. Das ist wirklich meine Größe. Das ist echt geil. Den kannst du im Sommer so rocken. Und ich habe ein Hemd jetzt auch direkt. Ja. Und das sieht sogar gut aus. Das sieht sogar gut aus. Nimm. Murat muss handeln für dich. Ja. Murat, was sagst du? Mach. Handel das mal auf 25 Euro runter. Bitte nimm ihn auf. Oh, das ist die Taschenrechner-Taktik, die kenne ich. Das ist die Taschenrechner, dann nimmt euch auseinander. 2600 Lira. 75 Euro. That's it. Das ist viel zu viel. 35 Euro. Viel zu viel. Die Hälfte. Tag 40, zack. Soll ich sagen? Ja, sag es, los. Wieso soll ich das sagen? Weil es deine Ware ist, du sollst handeln. Handel jetzt. When you go to original store, nobody would say like, I can give you discount, nothing. Yeah, but we're not an original store. You just pay in original store 600 Euro. Yeah, no, yeah, but this is not the original store. Yeah. This is not an original store. Murat, du musst auch ein bisschen hier mitverhandeln. Verhandel mal für Henk. Ja, aber ich handle doch gerade, ich kann nicht handeln. Und für doch, du kannst dich selber mal verblocken. Er nimmt uns nicht ernst. Er meint eben gerade zu seinem Kollegen, dass wir alles so Show machen. Er nimmt uns nicht ernst. Er sagt gerade, dass wir es nicht machen werden. Die lässt er die ganze Zeit. Und Murat versteht alles. Und Murat versteht alles, kann sagen, was sie sagen. Sag mal, wie dick der ist. Oh ja. Ist der dick? Oh ja, der ist dick. Dann nehme ich den gleichen in schwarz. And this is... Ihr habt mir nicht geglaubt, dass der Secret so geil ist. Ich nehme den auch. Ich hatte kurz Schiss, also ist gut. Ich nehme den auch. Der ist gut, der ist gut. Do you want like this one in large? Nee, two, also hier, for him. Can I have this one in white too? And for him? White, okay, three white large. Eigentlich, jeder sagt so ein bisschen unauffällig, wenn es eine Fälschung ist. Hier ist ein Baustellenschild von Burberry. Hallo, Achtung, es ist Burberry. Und dann ist es auch noch fake. Das ist richtig krass. Und du siehst so scheiße aus. Ja, das ist ganz toll. Oh mein Gott, Digga. Bitte zieh mal auf. Wir passen halt gar nicht über den Kopf, ne? Stell dich auf meinem Kopf.
Ist okay. Das ist geil. Ist okay. Ist okay. Es darf auch nicht 1:1 sein. Und dann brauchst du noch eine Umhängetasche, so eine kleine. Die brauchst du wirklich. Was macht ihr mit mir? Bro, was ist denn? Digga, was ist denn los? Bro, guck mal, Sven, ihr ist rausgerannt. Oh, ist das schlimm, ist das schlimm. Ja, aber Digga, was? Wollt ihr mich verarschen? Warum ich? Warum ist der Laden stehen? Der komplette Laden riecht. Der Verkäufer ist in die Umkleide gelaufen. Ich wollte mich verarschen. Wollte mich verarschen. Max, ey, wo gehst du hin? Drüber? Ja, smart, ne? Sicher? Passt nicht, sagt er. No? Ist, doch, ist aber auch okay, wenn es ein bisschen spannt. Also nee, dann es passt schon nicht. Echt nicht? Zu schlimm, ne? Oh. Ich werde jetzt, also er meinte gerade, die Sachen haben alle verschiedene Preise. Und ich werde jetzt einfach darauf gehen, dass wir einfach abzählen, was wir haben. Und dann machen wir den Gesamtpreis. Das ist too much. Nein. Ich werde aggressiv, wenn ich mich nein, sehe. Nein, die sieht aus. Ich habe Angst, dass wenn ich ins Stadion gehe, dass sie auf die Fresse wird. Nein, das kriegst du auch so. Okay, gut, dann nehmen wir sie. Sorry, Jay, ich teile Kazak. Short, Xapanton, Beschabka. Jetzt wird's spannend. Ich würde für meinen Anzug aber auch einen Fufi zahlen, ne? Nee, das heißt auf den Anzug. Er will ihn haben. Ich würde für meinen Anzug da kommen Fufi zahlen. Echt? Ja, ich würde ihn haben. Dann ist der Preis mit Leo für ihn. Ja, das ist gut. Das gut. Ja, das meine ich. Nur 6 geben, aber 4 Euro Trinkgeld. Dann sage ich 10. Ja, so kannst du dich besser fühlen. Ich weiß schon, Viertel, da kommen Viertel. Was ist denn Gesamtangebot? Also wir sind gerade bei seinem Angebot bei 6.000 Lira. Unser Angebot ist 3.300. Normal Viertel sagen, normal, normal Viertel, ja, aber trotzdem. Doppelte. Ja, aber ist normal. Ey, selbst mit unserem Angebot macht er 100% Gewinn, glaub mir. Ja, aber 4. Ja. Aber ich finde so 4 wäre so. Vier, ne, Murat, wir machen 4. Letztes Angebot. Letztes Angebot. 5.500. Dort. Nee, du hast Dörpin, 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 4. Please, but why are you staying on 4? You must come step by step, step by step. 4-0-5. Okay, 4-3. Ich glaube, es gibt Regeln beim Rennen. Okay, 4-3, tiefer gehst du nicht. 4-5. Warte. 4-3. Okay, mach 4-3, 4-3. Mach 4-3, mach 4-3. Dann haben wir sind 10 Euro. Mach 4-3, dann bist du in der Mitte. 4-3, please. Okay, 4-3. 4-4, okay, 4-4. Nein, 4-3. 4-3. Ekrem abi. Sag 4-4 und wir kriegen noch den Schal. 4-3. Sag 4-4, lässt du noch einen ab. Murat, mach 4-3, gib die Hand. Mach 4-3, gib die Hand. 4-3. Aber 4-4-3. Allah, bak. 3 bin 3 sen, 4 bin geldik. Şimdi 4, 3 bin... In the middle. In the middle. Okay. 4 bin 300. Please, 100 lira, like 3 euro, come on. 4-3. You have whole store, 100 euro. 4-3, come on. Okay. One cap is 600. 4-3? Okay, 4-3. Und er denkt sich gerade, die Idioten. Who is going to pay? Who's the bank? Where is the Max bank? Hat Bargeld mit. Bro, mach mal, ich geb's dir. Ich kann jetzt die Geld gleich überweisen. Ich geb dir meinen Teil. Okay. Murat, 10 mal. Auf 10 mal. Guten Preis ausgehandelt. Ich sehe schon die ganzen YouTube-Kommentare, wo einfach alle sagen, dass so verarscht. Ja, jeder will schreiben, wir wurden so abgezockt. Wir haben's. Und wir haben echt einen Stich. Wir haben den halben Laden gekauft für 130 Euro, aber wir wissen noch nicht, ob 130 Euro. Wir haben alle Hoodies, wir haben ganz viele T-Shirts, ich hab die Cap, er hat sein Outfit. Okay, das Video. Mach mal dein Thumbnail da. Okay. Ja, so wie auf dem Thumbnail. Zeig mal, was hast du noch mit? Ich habe noch nie in meinem Leben eine Bauchtasche getragen, so eine. Ich brauche jetzt eine. Ich brauche unbedingt eine. Ja. Das ist sie. Das ist sie. Das ist sie mit deinem T-Shirt.
Oh, die wird so scheiße aussehen. Mach sie mal so groß, wie es geht. 1500. Ein 1,5 dafür haben. Wie viel ist das? 45 Euro. Wir sagen 45 Euro. Okay, ich sag 15 Euro. 15 Euro. Ja, mach. Ja, wie ist doch, das ist 495. 495? Ja. Kann ich die Bauchtasche rocken? Ja, voll. Murat, musst du da handeln? Komm, ich. Sag noch ein gutes Angebot. Ja, aber nicht mehr als 500 Lira. Was ist 500 Lira? Nein, das ist nicht mehr als 500 Lira. 15 Euro oder so? Ja, brauch 50 Euro. Nee, 50 Euro nicht. Die wollen aber. Okay, mach 20. 20. Ja, hab ich ja gesagt, 500. 20 Euro. Bruder, du verstehst du nicht. Die 1 und 1 Geld ist. Ja, ja, aber. Das war, glaube ich, nicht die Geld ist 25 Euro. Aber steht dir. Guck. Kannst du gucken so? Die 1 und 1. Ja. Guck mal, bitte. Aber die Schnalle, alle selber, ne? Originale. Ja. Guck, das Original Geschäft. Ja, aber Originale hat andere Schnalle. Ich gebe dir maximal 20 Euro. Ja, verschiedene, Bruder. Chef, 20 Euro. Autos hab ich. Nein, auch. So. Okay. Weiter geht's. Er sagt, so, danke, tschüss. Das Ding hier. Und das ist 15 Euro. Das siehst du an der Qualität auch. Wo können wir? Fake Leder. Wie viel? Euro. 40 Euro. 15. 25. Ja, 15. 15. Last. Gehen wir wieder? Ja, wir machen das gut. Wir gehen einfach dann direkt zur direkt zur Konkurrenz, das ist geil. Ja, irgendeiner wird wieder rauskommen und dann sagt, okay, komm. Er sieht auch türkisch an seinen Chef oder Fadi gefragt und sagt, ey, wie tief kann ich eigentlich runtergehen? Oder ich zieh mir einfach die Uhr, die ich hab, aber nicht mehr anziehen kann, weil die zu teuer geworden ist. True. Altın dışarıdan versene. Der gute Thumbnail, oder? Was ist das? Ara. Oh ya, bitte, bitte. Baba, hologramı burada. Süre Rolex hologramı camın üzerinde. Seri numarası hepsi içinde. Okay. 100 metre suya dayanıklı. 100 meters waterproof. Tamam. Bak bu %100 altın. Aber es ist gut unter der Lupe. Wie weit kannst du die runterhandeln? Die kann man gut runterhandeln. Die kann man gut runterhandeln? Ja, ja. Weil ich habe an meiner Cap, an meiner Fake Cap Preisschild. Und komm hier rein und guck mit einer Lupe Fake Uhren an. Ja, wenn ich so. Ich würde Mark Gebau würde ich jetzt so gerne hier sehen. Ich würde die beiden für 250 verkaufen, also 125. Euro? Ja. Soll er 2 Jahre Garantie bekommen? Euro? Nee, weil ich dachte, eine vielleicht... Eine kostet 190. Eine normal. Nee. Weißt du? Eine Uhr 50 Euro. Nicht geklappt. Die fahren denn so hart. Der hat mir die günstigste Plastikuhr mit so viel Abstand zwischen den Gliedern. Ich wollte einfach nur eine richtige Scheißuhr und der will immer noch 50 Euro dafür haben. Der will da Uhren für 350, hat er nicht? Ja, er wollte anfangs eine Uhr 200 Euro haben. Dann meinte er die ganze Zeit, also der hatte auf jeden Fall Interesse, das Ding zu verkaufen. Der hat auch immer noch viel Geld verdient. Ich meine die ganze Zeit so für einen Huni okay. Ey, das war eine Uhr wie aus so einem Ü-Ei, Mann. Die war pures Plastik. Mann, der gibt es nicht für 20 Euro. Nein, Mann. Ey, wir kommen von der Mission ab. Wir brauchen Uhr, T-Shirt und Bauchtasche. Das schaffen wir nicht. Wir müssen Mann, los. Ich habe jetzt nur eine Cap und sie aus wie ein Idiot. Und ihr braucht nur noch so einen Anglerhut, oder? Anglerhut. Oh mein Gott, ja. Wir haben es. Also was Bestes. Und es ist ein Hemd. Murat? Okay, das passt sogar, oder? Es könnte passen. Ja, Murat, was machst du hiermit? Beraber ne geliyor abi? 5000. Ne yapabilirim sizi orada? Hiç mi yok? Normal tarz fiyatı. Kesin misin? Und? Emin misin? Bak biz az önce. Was? Wieso denn? Wir haben gar keine Zeit dafür. Ohne die Hose. 825 TL. Bu mu abi? Evet. Çok teşekkürler abi. Ja? Ja, wir haben ja genau das gleiche gerade gekauft. Das ist das, was Henk gekauft hat. Kann nicht so schwer sein, hä? Ja, aber das war hochqualitativ. Wir sehen ultra aus wie Deutsche, dass sie denken, wir können kein Wort Türkisch, aber wir haben zum Glück Murat dabei, er hört immer was. Der Typ, der mich eben gerade festhalten wollte, dass ich unbedingt was bei ihm kaufe, wo ich einfach weitergegangen bin. Was hat er gesagt? Er meinte so, also er hat Max die ganze Zeit so ganz aufdringlich zurückgezogen. Als Max halt in die Meter weitergegangen ist, meinte er so, ich fick dich in dein scheiß Preisschild. Warum war der sauer auf mein Preisschild? Was für eine Scheiße.
Ja, das ist so geil. Die lästern die ganze Zeit und labern Scheiße oder so. Und du hörst sie einfach, kannst du sagen. Und dann sagst du das auf Deutsch, sagst du das direkt und die verstehen dich aber nicht. Richtig. Ich bin die ohne Reverse Card. Das ist krass. Ja, wirklich. Auch wie eben gerade in diesem Shop da. Dieser kleine Junge, als wir die Tasche kaufen wollten, ist halt so zu seinem Vater nach hinten gelaufen und sagt so, hey, was kann ich als niedrigsten Preis eigentlich ansetzen? Und ich stehe da so, ja, erzähl mal. Voll interessant. So Leute, wir sind jetzt raus vom Bazar. Wir haben alles gegeben, knallhart verhandelt. Wir wollten uns nicht zu krass abzocken lassen, wie mal auf Malle, wo ihr alle ausgerastet, als wir zu viel bezahlt haben. Wir haben schon faire ich meine, das eine Ding war pures Plastik für 20 Euro. Das hätten die mal machen können. Aber ich glaube, wir sind zu viele Touris, die sich immer abscammen lassen. Deswegen haben sie es nicht nötig. Aber trotzdem eine tolle Erfahrung. Auch wenn es nur diese scheiß Cap geworden ist, mit Scheißschüssen dran. Wir gehen jetzt direkt ins Stadion. Das wird auch nochmal geil. Da machen wir eine neue Folge. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne Kanal abonnieren. Meinung in die Kommentare, haut rein. Tschüss.